Und hallo YouTube, willkommen zur neuen Folge Let's Play Dark Souls 3 Winken. Und ja, wir stehen hier vor dieser Tür, hinter der man irgendwelche komischen Metallgeräusche hört. Und hier liegen unglaublich viele Sunbro-Summons rum. Daher glaube ich fast, dass es ein Boss sein wird. Und nach der Anzahl zu urteilen, ist es kein einfacher. Und daher würde ich mal sagen, dass wir unsere Essensflakons erstmal wieder auffüllen. Hätte ich jetzt auch in der Folgenpause machen können. Hier kommen ja immer wieder diese zwei Finsternis-Typen, die ja uns hier eigentlich den Weg im Endeffekt freiräumen. Und die lasse ich jetzt nochmal kurz machen. Weil ich wurde vergiftet und das hat halt nochmal zwei Essens gefressen. Sonst wäre es kein Problem gewesen. Außerdem können wir denen immer noch die Finsternis, das Finsternis-Set droppen, was ich ziemlich cool finden würde. Hier nochmal kurz rasten. Gesagt, 8 Estus hätte ich dann schon gerne. Jetzt warten wir dann, bis die beiden Kollegen da vorbeigezogen sind und schauen dem mal ein bisschen beim Metzeln zu. Und wenn sie dann fertig sind, gehen wir rein, swoopen die Kills von ihnen beiden ab und dann passt das auch. Weil ich mich frage, was das für zwei Typen sind, die hier rumlatschen. Okay, der eine hat uns gesehen. Hat gute Augen, der Kollege. Uns gesehen? Er kommt nicht. Der campt da draußen. Okay, was bekommen wir? Ah, schade. Wie gesagt, ich lasse den jetzt mal machen. Den bekommen wir ja lustigerweise trotzdem. Ich glaube gar nicht mehr. Also gut, er könnte schon weit kommen. Jetzt hat er uns gesehen. Wird sich wahrscheinlich auch denken, wo sein Kollege da ist. Au. So. Kill für Kill. Jetzt gehen wir wieder außen rum. Wie gesagt, ich will zumindest 5 Estus haben, um Boss machen zu können. Normalerweise, der doch, man kann schon alle brauchen. Hilft ja auch nichts. So. Jetzt können wir auch mit Recht noch ein Estus trinken. Und dann gucken wir doch mal, was hier bossmäßig abgeht. Open the door. Knock, knock. Das Bosskampf-Area. Ich hab's im Urin. Ich riech's. Das ist ein Boss. Okay. Wir haben schon scheinbar ein paar mehr Leute versucht, den Boss zu schlagen. Dem Blut nachzuurteilen. Da kämpfen sogar gerade zwei. Sind das nicht die aus dem Trail? Die waren am Anfang dabei. Ja, gut, wir sind hier in der Ferris-Burg. Also ist das die Ferris Legion, dieser Abyss-Watcher, die Ferris Legion. Die sehen so cool aus. Ich will deren Masken. Ich will deren Armor-Set will ich haben. Und da ist scheinbar der Last Man Standing hat jetzt uns gewittert. Okay. Okay. Ich will sowas von denen sein Armor-Set haben. Let's go! Bosskampfzeit! Guter Start. Dabei.
hält extrem wenig. Oh, wow, 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 wow. What the fuck? Das werden immer mehr. Okay, da ist wieder der Chef. Ah, da hat er uns erwischt. Da hat er uns erwischt. Aber wir waren verdammt nah dran. Okay, wir waren aber. Okay. Hä, die bekämpft sich wieder gegen. Was ist hier eigentlich los? Die bekämpft sich gegenseitig, dann mich und dann wieder. Ah! Okay, der ist aber machbar. Der ist machbar. Wir haben aber jetzt erstmal noch keine Blutzeug rein. Und ich warte jetzt wirklich mal. Ich will, dass die anderen beiden die Leute da für uns erledigen. So, gehe ich jetzt mal gar nicht erst hier raus. Ich guck nur, wann die vorbeigehen. Weil, warum sollen wir da kämpfen, wenn wir für uns kämpfen lassen können? Weil ich glaube, mit mehr Estus hätten wir das schaffen können. Es war natürlich ein hervorragender Start mit dem Backstab, aber der hielt nicht viel aus. Es hat mich halt extrem überrascht, dass da auf einmal mehr waren, weil ich die halt nicht kommen sah. Also überhaupt nicht. Aber die haben auch wenig ausgehalten. Na, hier macht da oben mal. Schön ist halt wirklich, dass wir trotzdem die Seelen bekommen. Ruhe ist. Können wir mal eigentlich im Endeffekt gleich wieder. Bleiche Zunge. Können wir im Endeffekt gleich wieder reset, weil wir viel zu viele Estus verbraucht haben. Ich brauche da 8 Estus in dem Fight. Wir könnten natürlich auch versuchen, suchen wir jetzt mal. Da wirklich raussprinten, so schnell wie es geht. An den beiden praktisch vorbeikommen. Also bevor die überhaupt. Beziehungsweise. Wir schleichen uns jetzt hier oben rüber vorbei. Wir hoffen, dass uns die halt gar nicht erst groß sehen. Das Item lasse ich jetzt mal liegen. Dass wir halt jetzt hier praktisch zum Boss rein können, ohne dass die uns sehen. Ein Estus verbrauchen ist okay. Okay, das klappt aber als Shortcut. Gangbang, ich halt so weg. Aber okay, ich glaube, wenn der wirklich auf den HP ist, dass er sich seine Homies beschwört, dann muss man da einfach schnell zu denen hin. Also ein paar Schlagabtausche mit dem ersten und dann sobald da welche aufstehen, sofort weg von dem Anführer und hin zu den anderen und dann die weghauen. Ich glaube, das ist so der Way to go.
Aber jetzt, man merkt ja schon, wir kommen nicht mehr ganz so einfach durch. Also so mit hier Boss First Try. Wobei beim First Try waren wir schon ganz schön nah dran eigentlich. Also dafür, dass es wirklich First Try war, waren wir da eigentlich nicht schlecht dabei. Ein erstes Feuer verbrauchen ist immer okay. Ich meine, gut, die haben uns jetzt gerade haben sie uns halt voll erwischt. Kommt der zweite. Ich will die so ein bisschen auseinander. Ah, der bekämpft ja aber auch wieder. Ist das eigentlich mit ihm falsch, dass der hier seine Kumpanen da. Aber die mal wieder ihre Freude haben mit dem anderen. Ja, die sterben aber nie ganz. Also ich glaube aber nicht, dass das der. Ich habe wieder vergessen, völlig vergessen zu kommentieren, aber es kann doch nicht der einzige gewesen sein. Wahrscheinlich stehen die gleich alle auf. Oh ja. Das war natürlich alles nur die erste Phase. Okay, die erste Phase ist aber nicht weiter schwierig. Und jetzt kommt jetzt hier der. Oh nein, der Fuse. Okay, der holt jetzt die ganze Blutstärke seiner Kollegen. Und zündet sein Schwert an. Because why the fuck would he not? Oh Gott, Bosskämpfe in Dark Souls. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Phase 2. Initiated. Ich hoffe, der stellt jetzt nicht noch mehr Leute auf, weil das war eigentlich das. Also in der ersten Phase war das große Problem, dass der halt immer Kollegen dabei hatte. Stellt der jetzt halt weiter den Kollegen auf oder. Ist er so nett? Okay, ich bleibe erstmal auf Abstand. Ich will sehen, was der für Moves hat. Okay, das geht aber alles. Okay, da hat er uns. Wächter des Abgrunds. Okay. Den können wir aber schaffen. Der ist machbar, der ist machbar, der ist machbar. Man darf dann in der ersten Phase, okay. Pharaon-Feste. Aber jetzt werden die Bosse schon schwieriger.
Ich verwende jetzt übrigens auch absichtlich keine Glut, also ich habe das nicht vergessen oder so. Ich will mir doch noch ein bisschen sparen. Also eigentlich wäre jetzt so ziemlich der Zeitpunkt, wo ich die Glut benutzen sollte. Weil jetzt wissen wir eigentlich, was uns erwartet. Also jetzt haben wir eigentlich den Boss soweit gesehen. Also jetzt kennen wir die beiden Phasen des Bosses. Jetzt wäre es eigentlich sinnvoll, das Ding zu verwenden. Uns halt stärker zu machen gegen den Boss. So, ich schlucke jetzt mal noch keine Essen, also ich will maximale Heilung für den Boss haben. Und ich würde sagen, in der Folge probieren wir es jetzt noch einmal. Noch einmal ohne Glut. Wieder bitte gegeneinander kämpfen. Okay, jetzt haben sie sich dafür entschieden, gegeneinander zu kämpfen. Da will man dann auch nicht unbedingt ins Kreuzfeuer geraten. Dann rutscht wieder der nächste rein hier. Hat er bei weitem mehr Reichweite, als ich immer erwarte. Ich würde gerne mal wieder einen Moment raus. Jetzt kämpft ihr wieder miteinander. Ihr sollt doch gegeneinander kämpfen. Warum? Können wir erklären, wann die gegeneinander, wann miteinander kämpfen? Wieder total auf Agro. So, jetzt haben wir ihn wieder so weit unten. Ich überspringe jetzt mal diese Zwischensequenz hier. Ich könnte natürlich probieren, jetzt die Glut zu werfen. Dem weicht man schwer aus. Das Feuer mich aber auch daran hindert, also wirklich, ich komme nicht an den Rücken. Aber wenn wir an den rankommen, tut es halt echt weh für ihn. Wir waren nah dran. Okay, das Feuer
Ich muss da auf seine linke, von uns aus gesehen, rechte Seite kommen, wenn er diesen Feuerstrahl, also wenn er dieses Bodending da macht, wo das Feuer dann nochmal rauskommt. Aber das klappt eigentlich schon ganz gut. Ja, wir probieren es in der nächsten Folge nochmal. Ich sag tschüss, YouTube, und bis dann, wenn wir uns diese Pharos Legion schnappen. Bis dann, tschüss.